Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück zu Echo Generation. Und wir befinden uns jetzt gerade in unserem Zimmer. Ich guck mal, was hier was Neues gekommen ist. Mehlmonster. Michelle. Hey, willst du morgen ein bisschen spielen? Das hatten wir alles schon gelesen, ne? Okay, hat hier irgendwas Neues drin? Nee. Gut. Meine Pflanze. Ich glaube, das war diese blöde Krake in der Nacht. Ich müsste meine E-Mails checken, ob er auch irgendwas da gemacht hat. Ich habe nichts. Konnte ich checken, oder? Alien Skinny das. Okay. Hier ist auch nichts anderes. Gut. Können wir eine neue Pflanze hier hinstellen? Können wir wahrscheinlich nicht, ne? Wir können noch Musik hören, wenn wir wollen. Das wollen wir aber gar nicht. Hier ist ein alter Computer. Können wir hier noch irgendwas machen? Hier finden, tun wir nichts. Können wir irgendwas reden? Achso, hatten wir schon mit dir geredet. Gut, also was haben wir jetzt in unserem Inventar? Wir haben das Butzige, da können wir hin. Wir haben noch hier so eine... Needed by Mr. Lemon to repair the signal transmitter in his secret trailer base. Das können wir ja nicht. Er braucht auch dieses andere Buch noch. Okay, dann müssen wir vielleicht doch nochmal in die Stadt fahren und gucken, ob wir das Buch bekommen. Weil sonst wüsste ich nicht, wie wir das sonst machen können. Schluss. Der führt uns auf jeden Fall dahin. Das ist mal gut. Ja. Wollen wir hier nochmal reden? Mehr hat er sie nicht für uns. Wir haben einen Bücherladen rein. Mal gucken, wie wir das Buch da finden. Nee. Nein, nein. Wenn sie nicht guckt, könnte man das klauen, sagt er. Hier haben wir alles schon weggenommen. Ja. Wie viele andere Bücher haben die hier gar nicht? Ach, da, was ist denn? Das ist das Buch, was ich suche. Du kannst sie nehmen, das ist Teil der Ausstellung. Okay. Wollen wir hier reden? Excuse me, kann ich euch helfen? Das gleich wie vorher, okay. Der Zug kommt hier raus. Kannst du Butter reinwerfen? Okay, machen wir. Was denn passiert mit dem Buch bloß? Du kommst nicht mehr raus, du hast es kaputt gemacht, ja. Der Zug mit den Büchern läuft nicht mehr. Ist nicht mein Problem. Aber du musst Teile machen. Ich muss nichts machen, solange der direkte Manager mir nichts sagt. Aber du bist der Einzige, der hier arbeitet. Ihr könnt so viel euch beschweren, wie ihr wollt. Ich bewege mich keinen Millimeter. Okay. Den bewegen irgendwie. Wow, that's a big dinosaur. Ja. Was ist mit ihm hier? Kann ich auch noch irgendwas helfen? Hey, habt ihr gehört, dass Dirkman Kids a special comic in the secret trailer? Okay, wir wissen, dass er einen speziell hat, aber kommt niemand da rein. Wenn ich bloß die Hand an diesen Comic bekommen könnte. Hm. Was machen wir jetzt hier?
kaufen hier? A book that Magnus was looking for. Dann kaufe ich erstmal. Okay. Ist der Magnus dieses Buch gesucht? Echt jetzt? Ja. Gucken wir mal. Mr. Magnus war doch der Typ in der Garage, ne? Glaube ich. Und dass ich jetzt Geld umsonst ausgegeben habe. $50. Das ist ja ärgerlich. Gucken wir mal. Er wollte ein anderes Buch haben, aber. Ja, mein Glück. Hey, how's going, kids? Okay. Woran arbeitest du? Es ist geheim. Aber ich zeige es euch, wenn ich das fertig gemacht habe. Es wird euer Gehirn wegblasen, wollte ich gerade sagen. Ich kann nicht abwarten. Ich bin gespannt, was es wird. Ist noch alles Theorie soweit. Aber wenn meine Kalkulieren stimmen, dann wird es ein Riesendurchbruch werden. Okay. Warte, was war denn hier? Den Kanister? Okay, also hier brauchen wir noch die Pipes. Oh, hier ist... Ach, guck mal, das wusste ich gar nicht. Jetzt haben wir so ein... Okay, wir haben das getauscht gegen... so ein Drahtschneidegerät. Hat er auch einen Schraubenzieher zufällig hier? Da. Was braucht er dafür? Hier brauchen wir. Kann ich diesen... Okay, er braucht Kabel. Wo kriegen wir die denn her? Okay. Wir haben schon einiges an. Mehr finden wir, glaube ich, nicht. Wo kann ich ein Kabel herbekommen? Also wir haben auf jeden Fall jetzt so ein Zäune durchzuschneiden, aber ich habe noch keinen Zaun gefunden, den wir durchschneiden wollen, oder? Das Ding dann durchschneiden? Nee. Einen Zaun gesehen, den wir durchschneiden wollen? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube nicht. Kurz überlegen, wo das war, sein könnte. Hier auf jeden Fall nicht. Weil die hat doch bestimmt Keks bei uns, oder? Okay. Das ist ein Haus, wo wir noch gar nichts machen können. Gucken wir mal, ob wir einen Zaun finden, den wir durchschneiden können. Hier hinten, da wo die... Aber das war ja kein richtiger Zaun zum Durchschneiden, oder? Ein Kabel haben wir hier leider auch nicht gefunden. Nee, hier brauchen wir nichts mehr gucken. Können wir noch irgendwas machen? Okay, funktioniert nicht, weil die Batterie leer ist. Von dem Teil. Können wir hier was machen? Gut, also hier können wir nichts machen. Wo kann man denn noch was machen? Funktioniert ja auch nicht. Wo können wir denn dieses Zaunteil benutzen, ist die Frage, ne? Gehen wir hier durch.
Nachrichten hören. Na, warte mal. Vielleicht können wir da noch... Ich bleibe noch ein bisschen bei der Katze, weil ich finde diesen Roboter zwar gut, aber der muss ich erst wieder hocharbeiten. Ich habe Bock drauf. Dann gehen wir hier durch. Dann können wir doch auf jeden Fall hier wieder rauskommen. Ich müsste einen kürzeren Weg hier hingeben, finde ich, weil das ist wirklich so nervig, den ganzen Weg mir hier durchzulaufen, um da hinten zu diesem Roboterkram hinzukommen. Kann diese Zäune hier irgendwie durchschneiden? Nee. Wir gehen mal weiter. Durch. Gibt es da hinten noch irgendwas, was wir machen können? Gab es da hinten irgendwas, was wir da schneiden konnten? Mit unserem Zaunschneidegerät? Hier gibt es auch noch nichts, ne? Wenn wir irgendwie so was drücken können hier. Ja, vielleicht. Genau, okay, machen wir hier. Neues Gebiet. Was geht denn hier ab? Ein verrückter Clown? Ach, das ist der Friedhof. Wir brauchen ja hier Knochen, ne? Okay, okay. Muss erstmal die Dinger hier oben killen. Hey! Back up, Buddies! Das ist unser Fleck hier. Ihr seid im Weg. Wir blockieren hier gar nichts. Warum geht ihr nicht einfach weiter? Ja, genau. Wir wollten sehen, was da drüben ist. Ja, jetzt habt ihr es gesehen und könnt wieder gehen. So, los. Ich mag diesen Fleck. Und wir gehen nirgendwo hin. Oh, ihr wollt kämpfen. Bring it. Okay. Versuchen wir das mal. Müssen die, glaube ich, killen jetzt mal. Pass auf, machen wir den. Weg mit dir! Nein, zu früh! Was mache ich denn? Was mache ich denn? Och, Mann. Okay, das war ein cooler Move gewesen. Alter, wir brauchen echt zu früh sein da. So. Weg mit dir. Okay, die haben wir alle zerstört. Jetzt können wir bestimmt Knochen bekommen und einen Comic. Das ist natürlich cool. Das ist nämlich für beide passt das, glaube ich. Warte mal. You found Dick. Dick attack plus chance of finding item. Okay, das ist für einen Hund oder so. Mist, ich dachte, ich könnte den Knochen bekommen. Kriegen doch da. Hey, fasst mich nicht an. Oh, sorry, aber ich dachte, wir könnten einen Knochen bei dir haben.
Nur wenn du mir einen von deinen Limpen gibst. Nee. Okay, haben wir nicht. Können wir nicht geben. Hey, du da oben, bleib mal hier. Was denn? Ich hoffe, du magst das Comic. Wer bist du? Ich bin tot. Das kann ich sehen, aber wie bist du gestorben? Es ist ein bisschen, peinlich. Aber ich bin gestorben, während ich das Comic gelesen habe. Ist es verflucht oder sowas? Nee, es ist ein super geiles Abenteuer. Aber mittendrin verändern die Hersteller auf einmal die Story. Ich war so schockiert, dass ich sofort auf dem Fleck tot umgefallen bin. Du bist gestorben, weil du einen Schock bekommen hast? Ja. Und wenn ich mir darüber nach Gedanken mache, ist es nicht der beste, war das nicht der beste Weg zu sterben. Können wir jetzt einen Knochen haben? Okay. So, warte mal kurz. Wir müssen eigentlich nur dem einen hier was geben. Das machen wir jetzt auch. So, und dann gehen wir nochmal hin. Können wir vielleicht auch in diesen Kampf noch gehen. Das ist der Clown, den wir gekillt haben? Nee. Hallo, Kinder. Seid ihr hier, um das Tier zu streicheln? Wir wollen hier nur durch. Wer bist du? Ach, Kinder. Ich war mal eine Katzenlady. Das war aber lange her. Ich wollte eigentlich einfach weitermachen. Doch ich hatte so eine Angst vor dem Tierfänger. Er fängt die Seelen von begrabenen Tieren und bewahrt sie davor, in den Tierhimmel zu kommen. Wie schrecklich. Wie ich es geliebt habe, deinen Rücken zu kratzen. Oh, Scratch, meine Lieblingskatze. Wie ich es geliebt habe, dir den Rücken zu kratzen. Scratch ist eine Katze? Ist ein altes... Ja, ist gestorben vor allem am Alter. Aber ich kann dieses Grab nicht unbewacht lassen, sonst kommt wieder der Tierfänger. Okay. Gut, hier hinten ist der Tierfänger. Es ist bestimmt der da, oder? Sollen wir versuchen, den einzunehmen? Was denn? Oh, was ist das? Ein ungeregistriertes Tier. Ich werde dich... Time to send you to the pound. Ich werde dich... Aber meine Mauzi ist registriert. Du kannst diese Augen nicht täuschen. Ich bin der Tierfänger. Und es gibt kein Entkommen von mir. Shit. Na, wie viel Leben hat er? 130.000 Millionen? Zu blocken. Klappt so semi-gut. Nein! Falsch! Du sollst die anderen heilen! Ach Mann, das war blöd. Das war blöd. Dann müssen wir schnell was nehmen hier. Das ist nämlich auch gleich platt. Zu spät. 10 Leben wegbekommen. Und bin vergiftet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heilen wir kurz. So. Ich halte ja, ich block doch, aber es... Na gut. Dafür ist die Heilungskatze ziemlich cool eigentlich, ne? Jetzt haben wir natürlich nicht mehr so viele Sachen, weil die ganze Power benutzt haben, aber es macht nichts.
Müssen wir hinlaufen müssen, ist ein bisschen nervig. Oh nein! Alter, wie schnell war er denn bitte sehr? Bin ich eingefroren? So der lange Weg dahin laufen ist natürlich dumm, weil das Timing wird dann anders. Man hat ja immer so das Timing eigentlich vor Augen gehabt und das wird dann ein bisschen anders leider dann. Du hast auch gut geblockt eigentlich. Gucken wir mal. Nein, es war zu früh. Ach, das mache ich mit dem Timing. Man achtet drauf und dann sieht man es doch nicht mehr. Ich glaube, wir können es schaffen. Viel Leben hat er nicht mehr. War es wohl für den Tierfänger? Hm. Aber wir haben ja so einen so einen Tee bekommen, okay. Tee? Denkst du den Tee haben? Wie heißt der Typ da im Trailer? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, wir machen mal den Skill höher. Dann können wir vielleicht ein bisschen mehr heilen zwischendurch. Was steht denn da drauf? Rocky, für immer in unserem Herzen. Hier liegt... Yippie. Rip, Will the Dog. Der süßeste Hund der Welt. Ja. Biscuit. Oh. Ich hoffe, wir müssen nicht kämpfen hier, sonst können wir mit den ganzen mal reden. Hallo. Hallo, meine Kinder. Was machen Sie hier? Ich traue um meinen geliebten Vogel Isabella. Diese schrecklichen Katzen haben meinen Vogel gegessen. Und um sie noch zu demütigen, feiern sie das gerade. Oh, das ist nicht cool. Könnt ihr mir helfen, sie loszuwerden? Das sind aber viele. Wir schaffen's. Das machen wir. Okay, los geht's. The time has come. Did you hear that? Er will uns loswerden. Haha. Okay, dann wollen wir mal machen. Mal sehen, ob wir die besiegen können. Die auf jeden Fall echt Grund und Boden kämpfen. Okay, das geht noch. Das heißt, wir können... Oh, Mist. Okay, das ist natürlich echt blöd. Jetzt hat er mich natürlich da wirklich ordentlich was weggemacht. Aber ich mache es einfach so. Nein, nein. Ich habe den Falschen angegriffen. Hm. So war es nicht gedacht. So, du musst leider dich jetzt heilen. Nee, wir müssen jemanden angreifen, ne? Okay, warte mal, wir greifen ihn an. Und zwar... Warte. Den hier. Cool.
Okay, es wird geblockt. Und den müssen wir auch noch weg haben da. Den kriege ich nicht damit, den kriege ich damit nicht weg, aber dafür kriegt Lili den ja damit weg. Das ist die Frage, welcher das hiervon ist. Wer als nächstes kommt. Das ist immer die Frage, ne? Weiß man ja nicht. Kann ich das sehen? Nee, ne? Ich glaube, der ist es. Ich hoffe es. Ja, da war es. Okay, dann können wir... Jetzt ist nämlich unsere Katze dran. Die kann uns nochmal heilen. Okay. Okay, jetzt haben wir noch ein Viech da. Na gut, jetzt kriegen wir den wohl, ne? Perfekt. Besser geht's doch nicht. Sehr gut. Vielleicht kriegen wir jetzt ja auch noch einen Knochen oder sowas. Da ist der Vogel und freut sich. Komm, reden wir mit dir. Danke euch. Wörter können nicht ausdrücken, wie dankbar ich euch bin. Wir können endlich in Frieden leben, ich und Isabella. Kein Problem. Ich hab nicht viel, aber ihr könnt dieses Licht haben von mir. Hm. Danke. Oh, guck mal, hier geht's weiter. Warum kann man ganz hier hinten hingehen? Ach, guck mal, hier ist ein Knochen. Perfekt! Ah, ein Knochen. Wir sollen ihn nehmen, ja. Oh, ein verfluchter Knochen. Egal. Können wir dem Hund geben? Perfekt. Wie könnt ihr es wagen, meinen verfluchten Knochen zu stehlen? Ach komm, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Nur gerade erst gekämpft. Ich rieche, dass ihr meinen Knochen habt. Ich wollte es zum Dinner essen. Es lag nur da. Ich brauche nicht mehr. Denn jetzt habe ich drei leckerere Sachen. Shit. Das ist ja auch wieder ein bisschen behindi. Na gut. Boah. Wow. Okay. Die Frage, ob ich den nicht lieber heile hier. Kameraden, also Lili. Ich. Oh Mann, ich bin immer zu spät. Das, der macht das so schnell. Der macht das so schnell. Das ist der Hammer. Okay. Jetzt spät. Der ist gleich tot, die Tante da. Der haut natürlich ganz schön hart zu, oder ne?
ich habe diesmal perfekt geblockt. Das war auch gar nicht so schlecht. Ich kann leider nur noch auch zuhauen, das macht nichts. Hier geblockt. Okay. Krass, ich meine, jetzt haben wir zwei fette Kämpfe hintereinander gehabt und leben noch. Das ist schon nicht schlecht, oder? So, Leben oder Stärke oder Skill? Das ist die Schwierigkeit, ne? Ich mach das mal, die Stärke. Und bei ihr mache ich auch die Stärke. Okay. Haben wir dann schon was geschafft hier, du. Was gibt's denn hier hinten noch? Da können wir hochgehen. Wo kommen wir da hin? Hier ist ein Ritter. Können wir mit ihm reden? Ich habe versagt. Was meinst du? Ich war auf einer Reise, auf einer Aufgabe. Über den Seen. Aber als ich dem Biest vor dem Biest stand, habe ich gepanikt und habe ein Todes. Stirb? Keine Ahnung. Er ist irgendwie gestorben durch seine Brust. Was war das? Es war weit, weit weg. Und zwar in Europa. So, also es gibt einen Wendagen in diesem Wald? Ja. Meine Reise hat mich hierher geführt. Meine Aufgabe. Aber ich kämpfe jeden Tag gegen den Wendigern. Außer an einem Vollmond, denn dort macht es eine Pause. Was ist, wenn es schwächer ist beim Vollmond? Ha, lächerlich. Warum sollte es schwächer sein beim Vollmond? Du weißt es nie. Aber wenn ihr weitergeht, seid vorsichtig. Und ein Tipp von mir. Kämpft nicht mit leeren Magen. Und genug Essen mit für den Kampf. Haben wir. Okay, also gehen wir nicht rein. Wenn wir da einen fetten Kampf haben müssen mit irgendjemandem, können wir das, glaube ich, noch nicht machen. Vollmond ist ja gerade. Wenn Blumen pflücken? Nee. Guck mal, wo es hier hingeht. Geld. Okay. Geht's da runter? Nee. Also gegen den kämpfen wir jetzt aber nicht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und wir gehen erstmal zurück und gehen eine Runde schlafen. Vielen Dank, bis dann, tschüss.